Leute, Reaction Time. Es ist soweit. Es ist immer der schönste Moment. Genau der Moment, als ich das erste Mal das Video anschauen von erst Wochenende, wenn ich am Schelker Auftrag habe, können geben konnte. Und mal schauen, wie er sich geschlagen hat. Und legen wir los. So sind wir jetzt Massnahmen in die Geschichte von erst Wochenende, wenn noch nie gegeben speziell. Ich finde übrigens ein sehr sympathischer Typ, also gerade von Anfang an bin ich voll im Video drin. Zeit, spezielle Umstände, Schere, auch du siehst sensationell aus. Missy Safety, jetzt können wir die Virenschleuder holen. Der Schelke, komm, let's go. Schelke, hast du noch für uns? Was hat er vor? Was hat er? Nichts Grausiges gegeben. Komm, ich muss die das ist übrigens der schönste Moment immer bei erst Wochenende, wenn du am Schelker kannst den Auftrag geben und er seine Reaktion sieht, sag mal. Du darfst alle Hilfsmittel brauchen. Das Einzige, was du machen musst, reinniessen. Genau hier rein reinniessen. Ich schaue, ob das gefällt. Was ist denn mit dem Ellbogen und Daniel gekommen? Machen wir mal Ausnahme. Darum haben wir auch die Schutznacht. Mach Sanna, Tropfen. Ja, schau, also hier kann er noch lachen. Hier kann er noch lachen. Da weiss ich glaube auch noch nicht genau, wie lange es geht, bis es geschafft hat. Problem Nummer 1, ich kann nicht auf Kommando niessen. Problem Nummer 2, mein Näschen ist kamerascheu. Das ist so typisch Schelke. Jedes Mal Bach flach halten. Bauflach behalten. Geht von Anfang an sagen, kann ich nicht. Ja, heu leise. Wie? Geschafft auf einer Story bei Instagram auch schon wollen? Geht nicht. Ich muss mal Dr. Google fragen, mache ich sowieso gerne. Fremdkörper wie Staub, Bakterien, Viren, Pollen, Insekten oder Nasensekret. Ja, dann probieren wir doch mal das Einfachste. Pollen, vielleicht wirkt es ja gleich. Ganz schnell muss ich etwas holen. Muss ich schnell erklären, der Schelker weiss haargenau, er ist nicht Allergiker. Er macht mich immer fertig, weil ich Heuräume habe. Macht sich immer lustig, weil ich immer am Niesen bin. Hey, Kollege, bist du gescheit? Was sollte Pollen bringen, wenn du nicht Allergiker bist? Sicher, das funktioniert nicht. Bin ich sicher. So, jetzt ein Test. Kein Reiz. Es kützelt nicht mal. Er hat nicht gesagt, dass mir nicht Hilfe darf holen von der Community. Also wenn Google nicht hilft, kann ich meine Community fragen, was mache ich jetzt? Erst Wochenende, wenn ich genossen habe, jetzt meine Frage, was musst du niessen? Wie kann ich möglichst schnell niessen? Hier reinschreiben, schnell, hilf mir. Das geht ratzfatz und dann alles Ding. Staub, haben wir mehr als genug hier im Managing-Studio? Dann haben wir jetzt Staub holen. Kann man schön Sau reinschreiben, hat meine Mami auch gesagt. Schöner Nebeneffekt, Studio ist endlich mal super. Das schmeckt du nach Putzmittel. Jetzt hat er auch zuerst mal in seinem Leben so einen Putz-Fiedel-Diedel in der Hand. Das macht schon stehen seine Partnerin. Hat er mir mal gesagt. No, Nie, so muss ich nicht. Also den mit dem Staub können wir mal knicken, das geht auch nicht. Hier steht noch, dass der Drillingsnerv dafür verantwortlich ist, dass wenn man ins Licht schaut, jemand die auch muss niessen. Rund ein Viertel der Menschheit ist davon betroffen. Habe ich auch schon gehört. Oh ja, schau mal, da sieht man, wie gestabig der Schelker ist. Schon nur wie ein 90-jähriger Greis steigt er auf den Bürostuhl. Es würde mich nicht wundern, wenn er jetzt runterfallen würde. Scheint nicht, dass ich dazugehöre. Also du musst mit Sonne schauen. Lande, Sonne. Ein bisschen kürzeln, jetzt schere. Das bringt nichts. Ich bin zwar erblindet, aber genossen habe ich immer noch nicht. Augsbrauen zupfen. Oh! Aha! Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so weh tut, die Aufgabe. Aber jetzt hat es sogar die Augsbraue zu. Komm! Gleiche Augsbraue mehr, aber diese muss ich noch nicht. Würde ich mal mit Nasenhaar probieren. Oh nein! Das tut noch viel mehr weh. Das ist immer getränkt. Nein, das ist hässlich. Noch eins letztes. Nee. Seht man es? Das ist ein Grusel. Die Nasenwelle hat der Schelker. Beim Masse kannst du ganze Bäume aus der Nase ziehen. Das ist wirklich eine Dummheit. Mal wieder nicht zu verbieten, die Aufgabe. Das sind meine Lieblingsmomente. Genau das sind meine Lieblingsmomente. Wenn ich sehe, komplette Resignation. Wir hocken irgendwo her, wir wissen, es geht nicht mehr weiter. Das passiert fast bei jedem ersten Wochenende. Wenn man so einen Tiefpunkt sieht, dann schaue ich immer sehr gerne zu, wenn der Schelker da nicht mehr weiter weiss. Es ist ein Reiz, es ist ein Reflex. Wieso ein Reflex provozieren? Es geht nicht. Nächster Input: Pfeffer. Achtung, schnell. Applaus. Also wir werden
zwei Inputs, also zwei Sachen klar gewesen. Pfeffer und Schnupftabak. Warum kommt der, es heisst ja Niespulver, warum kommt der Freak nicht auf Niespulver? Weiter schauen. Bleib nur hier, Schere, ich gehe hier einkaufen. Mach dir keine Mühe. Hey, ich habe nicht etwa 3 Stunden gehabt, zu mir kommen. Hey, Pfeffer, Zwiebelschnitt. Oh. Wenn alles nichts nützt, wird es scharf. Schmeckt schon nie ein Reizig. Das ist so wieder so typisch Schelker. Er nimmt 3 Pfefferkörnchen, weil er Angst hat, sich das in die Birne zu pfeifen. Damit die Insekten so einen Haufen machen, und dann den Feierabend Wochenende. Er ist einfach viel zu vorsichtig in Anging. Scheiße, das brennt verdammt. Oh. Es brennt, aber es kommt nicht. Ah. Zwiebeln? Zu dir machen. Das brennt so in die Augen. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Es geht nicht! Herr Manum! Was ist das? Ich hätte schon lange. Ich schwöre, Chili! Ich hätte schon lange genossen, wenn hier keine Kamera wäre. Kannst du noch ein bisschen näher kommen, Jerome? Apropos, der Jerome wird ja immer gesagt: Oh, der arme Kameramann muss ja gegen 4 Stunden oder 5 Stunden mit dabei sein. Hallo! Dann wird's aufgeschrieben, Zeit, das ist seine Arbeitszeit, 8 Stunden. Wir machen das, nachdem wir schon 8 Stunden gearbeitet haben, eine Morgensendung gehabt, einfach, dass es mal klar ist. Schere ist kein Opfer. Du hast schon lange gewusst, was ich machen kann. Achtung! Schnupf! Es liegt ja auf der Hand! Bravo! Schnupftabak, Schelker! Das ist jetzt meine Rettung. Ja, das klappt. Wie viel nimmt man da? Viel? Ja, nimm viel. Ist das zu viel? Hä? Ich weiß es nicht. Ist es zu viel oder ist es nicht zu viel? Schon schön, wir fragen viel den Schere um Rat und wie er uns jedes Mal reinlaufen lässt. Das ist mir scheißegal. Sagt einfach nichts. Schau selber. Ich filme noch. Achtung, jetzt hat er wirklich schön ein paar Grämmel Schniesplaufer reingehauen. Das sollte länger. Das muss länger. Ich kann nicht trennen, aber ich muss nicht niesen. Was? Du verarschen! Jetzt schon ein bisschen näher herzuziehen. Das macht mich ganz nervös. Wie die Distanz bitte. Aber Distanz. Das sagt er richtig, das ist wirklich toll. Du mal absichtlich niesen. Es ist doch aber so. Und er sagt, aber du niesen! Geht nicht mehr. Geht einfach nicht mehr. Es ist schwierig, das haben wir schon überlegt. Das haben wir schon überlegt. Aber ich dachte, das ist ein Niespuffer. Das musst du doch rauspfeffern. Das ist doch Anatomie, ne? Noch mehr, komm! Wie gesagt, doppelt geneigt hat besser. 3,5 Stunden, hä? Komm mit! Ich weiß nicht, was ich so mache. Ich weiß echt nicht, was ich so mache. Ich weiß es nicht. Was macht ihr jetzt? Was machst du, Schelker? Ich hole mir auf die Nase, weil Scheins laut Community helfe ich das auch. Schelker, deine Community will die erste Linie auch verharschen und sehen leiden. Das ist einfach ein kleiner Tipp für nächstes Mal. Oh Mann, jetzt mache ich einfach das ganze Programm hintereinander. Pfeffer, Schnupf, ich jette mir alles hinter. Ja. Ich weiss nicht, ob ich eine Langzeitschäden habe. Vielleicht schmecke ich nicht mehr. Egal. Aber ich habe Wochen. Richtig. Kannst du gleich schnell? Oh je. Yeah. So. Ich kann ihn muss, aber ich kann ihn. Ja! Ja! Ah, sieht das schön aus! Ja! Ja! Oh! Jetzt kommt noch wieder. Wochenende! Ich muss sogar rennen, weil ich Wochenende habe. Mimi. Hey, 4 Stunden! Aber ich muss sagen, okay gemacht, Schelker. Nicht schlecht.